viel mehr Sonne. Viel mehr Strand. Viel mehr Erholung. Viel mehr Erleben. Viel mehr Freiheit. Viel mehr Spaß. Sonnenklar.tv. Viel mehr Urlaub. Hallo liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich riesig, dass Sie eingeschaltet haben. Bei uns geht es auch in diesen Zeiten tatsächlich ums Reisen. Wir wissen ganz klar, dass Reisen zweierlei Bedeutung hat. Auf der einen Seite kann man sich da die schönste Zeit des Jahres raussuchen und buchen. Danach steht, glaube ich, gerade nicht so viel in der Kopf, was die aktuellen Monate angeht. Aber Reisen kann auch ablenken. Reisen heißt einen Blick in die große weite Welt werfen und einfach mal träumen, ein bisschen Fernweh aufkommen lassen. Und irgendwann kann man sich dann wieder diese Reisen buchen. Und genau das möchten wir heute mit Ihnen machen. Wir möchten ein bisschen träumen. Wir wollen Ihnen wunderschöne Bilder zeigen. Ich werde Sie jetzt, und mich selber lasse ich auch ein bisschen verzaubern, ja eine Stunde lang mit Thailand die Zeit versüßen. Thailand, mein persönlich Lieblingsfernreiseland, das immer wieder magische Anziehungskraft auf mich auslöst. Und das möchten wir einfach so ein bisschen beleuchten. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, für mich zumindest, warum man so gerne nach Thailand reist. Das ist einerseits natürlich diese Wahnsinnsmetropole Bangkok, quirlig, wuselig, modern, unglaublich traditionell, unglaublich tolle Möglichkeit, hier ein bisschen die Kultur und auch die Religion kennenzulernen. Außerdem gibt es wunderschöne Ausflugsmöglichkeiten und es gibt Traumstrände. Und genau in diese Bereiche wollen wir diese Sendung so ein bisschen aufteilen. Wir haben hier ein paar Infos für Sie zusammengestellt, was Thailand, das Land des Lächelns, eigentlich so genau ist. Ein bisschen mit Fakten mal unterlegt. Es hat tatsächlich 69 Millionen Einwohner. Flächenmäßig ist es nur so groß wie Spanien, was ich eigentlich gar nicht dachte. Ich dachte, es sei noch viel größer. Die Hauptstadt ist ganz klar Bangkok. Der Name bedeutet Land der Freien. Das ist das einzige Land in Südostasien, das nicht von Europa kolonialisiert wurde. Auch das finde ich eine ganz interessante Info. Weiß man oft gar nicht, wenn man da Urlaub verbringt. Ein sehr beliebtes Reiseland für Kultur und Badeurlaub. Und genau das ist es. Diese Mischung, die mich persönlich auch immer so fasziniert, dass man in anderen Orten auf der Welt, um ein bisschen Kultur zu erleben, Ausflüge buchen muss, große, es ist so richtig aufwendig, ne, um dieses Land zu begreifen und kennenzulernen. Und das, finde ich, ist in Thailand überhaupt nicht der Fall. Man hat sogar die Möglichkeit, wenn man auf dem Weg zum Strand ist, an einem Geisterhaus vorbeizukommen, das überall in Thailand zu finden ist. Diese Geisterhäuser sind ganz, ganz typisch, die den Buddhismus widerspiegeln, die einfach sagen, wir möchten natürlich das Böse vertreiben, ganz klar. Wir legen kleine Opfer in diese Geisterhäuser, mit kleinen Mitteln das eigene Gefühl so ein bisschen stärken. Darum geht's. Und das spürt man an allen Ecken. Da muss man gar keine großen Ausflüge unternehmen. Auf der anderen Seite hat es für mich den Riesenvorteil, dass es eines der besten Preis-Leistungs-Länder ist. Ja, ich liebe es, im Urlaub essen zu gehen, gut essen zu gehen, gute Produkte zu haben. Aber ich muss dafür nicht immer gleich 200, 300 Euro auf den Tisch legen. Ist anstrengend. Und das geht in Thailand auch. Da geht man in ganz urige Restaurants direkt am Strand oder in den Städten. Und die Möglichkeit, die besten, frischsten Produkte zu genießen und das für klitzekleines Geld. Na, dann sind es natürlich die Traumstrände. Am Ende der Sendung werde ich Ihnen auch ein paar Urlaubsbilder zeigen. Mal so ganz ungeschminkt, ne, wenn Sie die Mary Amiri samt Familie erleben. Also ich glaube, es lohnt sich, heute dran zu bleiben, liebe Zuschauer. Und ich werde Sie ein bisschen verzaubern mit Thailand und vor allem jetzt und hier schon mal mit den ersten Bildern von dort. We'll be right back.
Man könnte natürlich solche Bilder unendlich laufen lassen. Ein Land, das so viele Gesichter hat. Ja, gerade so der Norden ist landschaftlich ganz, ganz anders als der Süden. Oben im Norden Chiang Mai mit den Reisplantagen, alles so terrassenförmig angelegt. Eine ganz andere Landschaft als Sukhothani im Süden eher. Da ist es flacher. Dann kommt man auf die Inseln, hat schon diese Andamansee teilweise im Blick, ja, wenn man am Golf von Thailand. Also wirklich eine wahnsinnig unterschiedliche Kulisse. Wir möchten es heute ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und möchten Ihnen ein bisschen Fernweh nach Hause zaubern. Wir starten mal in der Metropole Bangkok. Bangkok, wie gesagt, sehr, sehr wuselig. Der Chao Phraya, der River, der Fluss, ja, der durch die Stadt fließt. Man hat unglaublich viele spektakuläre Tempelanlagen. Man hat die modernsten Shoppingmöglichkeiten. Man hat kleine Sträßchen, Chinatown, da kommen wir auch gleich noch drauf. Und man hat, liebe Zuschauer, unterschiedliche Möglichkeiten, sich da fortzubewegen. Ich persönlich bin ein Riesenfan davon, sich ein Tuk-Tuk zu nehmen. Manche sagen, in so einer wuseligen Großstadt ist Ihnen das zu ungewiss. Dann gibt es natürlich Skytrain, haben Sie bestimmt auch schon gehört. Das ist ein, ja, tatsächlich dieses Netz auf, ich glaube, es sind fast 60 Kilometer, die da abgefahren werden. Alles auf Stelzen. Dann gibt es natürlich eine Metro, auch die Möglichkeit besteht. Fortbewegung ist in so einer Metropole eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie komme ich denn zu diesen Sehenswürdigkeiten, wenn ich gelandet bin in Bangkok? Wir möchten Ihnen dazu auch gern ein paar Infos mit auf den Weg geben, vielleicht für Ihre nächste Reise. Sich in einer Millionenmetropole wie Bangkok zurechtzufinden? Gar nicht so schwer, wie man denkt. Denn es gibt viele einfache Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden. S-Bahn, U-Bahn, Taxi, Tuk-Tuk. Aber auch vom Wasser aus ist es unbedingt empfehlenswert. Hier fahren auf dem Chao Phraya, auf dem königlichen Fluss, die Expressboote. Ein Ticket kostet gerade mal 30 Cent umgerechnet. Meine Empfehlung für Sie. Das Boot bringt Sie schnell und kostengünstig zu bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Großen Palast, dem Wat Po-Tempel oder nach Chinatown. Eine schöne Aussicht unterwegs gibt's gratis dazu. Und auch nachts lohnt sich eine Fahrt. Entlang der beleuchteten Skyline, inmitten eines prachtvollen Lichtermeeres. Ach, wissen Sie, warum das eigentlich Land des Lächelns heißt? Ich merke es gerade an mir selber. Ich sehe die Bilder und muss sofort lächeln und strahlen. Und ich finde, man hat sofort Lust, dahin zu reisen und das zu erleben. Aber das kommt auch alles irgendwann wieder. Die Expressboote, auch ganz, ganz wichtig, gell? Die muss man unbedingt im Kopf behalten. Ist ja eine ganz ungewöhnliche Fortbewegungsmethode hier bei uns zu Hause. Ja, in Deutschland, da fährt man selten mit dem Boot irgendwie von A nach B. Dort ist es total selbstverständlich, dass man über den Chao Phraya River tatsächlich mit dem Boot fährt, unter anderem nach Chinatown. Da kommen wir gleich dazu. Aber erstmal möchte ich Ihnen auch zu Bangkok noch ein bisschen was an Zahlen und Fakten mit auf den Weg geben, ja, was diese Metropole ausmacht. Dort leben 8 Millionen Menschen. Die wird tatsächlich wegen ihrer ungefähr 400 Tempelanlagen auch Tempelstadt genannt. Das meinte ich vorhin damit, dass man so unglaublich tolle Kombinationen erleben kann in Bangkok, was Modernes, aber eben auch Traditionelles angeht. Es ist die Street-Food-Hauptstadt der Welt. Unbedingt muss man dort in den Garküchen, ja, unterwegs was Leckeres essen. Kommen wir auch gleich später mit ein paar Bildern noch mit dazu. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 28,6 Grad Celsius. Der offiziell längste Stadtname der Welt mit 168 Buchstaben. So, Mary, bitte vorlesen. Alter Verwalter, seid denn ihr komplett verrückt? Okay, ich versuch's. Krung Tep Maha Nakon Amon Ratan Kusin Mahintara Yutaha Mahaliok. Okay, ich höre auf an dieser Stelle. Ich glaube, das ist zu kompliziert. Das wäre eigentlich tatsächlich der Name von Bangkok. Naja, ich glaube, da ist es ganz gut, ne, dass die sich alle darauf geeinigt haben, das ein bisschen zu minimieren und zu sagen, Bangkok reicht, um diese Stadt zu bezeichnen. In Thailand selber gibt es sowieso immer sehr, sehr lange Namen. Auch die Vornamen der Kinder, die ich persönlich kennengelernt habe auf meinen vielen, vielen Reisen, sind unendlich lang. Und dann gibt es am Ende so eine Kurzform, so mit 4, 5 Buchstaben. Und die wird dann genutzt, weil wenn die unterschreiben müssen, stellen Sie sich mal vor, ja, wenn die solch viele Buchstaben schreiben müssen. Das ein paar Zahlen und Fakten zu Bangkok selber. Und wie gesagt, mit den Expressbooten über den Chao Phraya River geht es unter anderem nach Chinatown. Chinatown ist ja auch so eine Ecke, in der man unbedingt einen Abstecher hin unternehmen sollte, oder die man einen Abstecher unternehmen sollte,
Schnalzer nochmal einen ganz anderen Spirit hat, nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Kleine Gässchen, auch hier sehr, sehr wuselig. Man kann hervorragend günstig shoppen. Was man am allermeisten shoppen kann, sind neben Textilien, die haben wirklich einen wahnsinnig großen Textilbereich, was Kleidung angeht, was tolle Stoffe angeht, wahnsinnig schöne gebartigte Stoffe, die man sich mit nach Hause nehmen kann. Gibt es aber auch tatsächlich jegliche Variante von Plastikutensilien, muss man echt auch dazu sagen, aber verrückte Sachen. Viele, viele tolle Souvenirs, gerade für Kinderzimmer, könnte man, wenn man möchte, dort kaufen. Ich weiß, das ist alles Ramsch, aber trotzdem ist es auch irgendwie lustig. Ja? Flummis, die nicht nur glitzern und leuchten, die zwischendrin noch Hallo Mama rufen, ja, wenn man sie an die Wand wirft. Solche Sachen kann man dort kaufen. Und es gibt ganz, ganz tolle Gewürzläden und vor allem Goldmöglichkeiten zum Shoppen. Also dafür steht Chinatown ganz groß. Man kann es mit der U-Bahn erreichen, wenn man in Bangkok ist. Man kann es mit dem Expressboot erreichen. Man hat die Möglichkeit, natürlich sich auch mit dem Tuk-Tuk dahin fahren zu lassen. Und dann sollte man ein bisschen Zeit mitbringen, um sich durch diese engen kleinen Sträßchen zu wurschteln. Und wie es da aussieht, das möchten wir natürlich auch gern zeigen. Ein Pflichttermin hier in Bangkok ist natürlich Chinatown. Chinesen, die seit vielen, vielen Generationen hier leben, seit vielen hundert Jahren und mittlerweile als Thailänder eingebürgert sind, aber sich ihre Kultur bewahrt haben. Ein echtes Erlebnis. Da lacht er, der Lange. Der Kerl, den Sie da eben gerade gesehen haben, unser Marc Rasch, auf den warten wir fast so ein bisschen. Aber er hat mir eben gerade hier eine Nachricht geschrieben, 9 Uhr wird er nicht schaffen, weil er ist in diesem Moment aus Thailand gelandet. Ja, natürlich hat er ein bisschen jetzt Zeitverschiebung und ein bisschen Jetlag. Und wir gönnen ihm natürlich jetzt erstmal sein Päuschen. Marc, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ich hätte so gern gehört, wie dein, ich glaube, 120. Urlaub in Thailand abgelaufen ist. So oft war er sicherlich schon da, jedes Jahr aufs Neue. Auch da sagt er, es ist wie so ein Magnet, der mich immer wieder anzieht. Und da, wo er gerade lang geschlendert ist in den Bildern, ist auch so eine ganz typische Ecke, nicht nur für Chinatown. Ich habe es ja für ihn gesagt, was für mich somit die Gründe sind, warum ich so gern nach Thailand reise, das ist echtes Essen. Man kann natürlich in hervorragenden Restaurants sitzen, mit irrsinnig schönen Blick aufs Meer, die Füße im Sand. Ja, man kann qualitativ sehr hochwertige Küche testen und probieren und bezahlbar, absolut bezahlbar. Man kann aber auch natürlich in die kleinen Garküchen gehen, was man echt machen sollte. Gebratenen Reis, Maiskolben, da zeige ich Ihnen gleich ein schönes Bild von mir, von meinem Urlaub, wie ich so einen dicken Maiskolben im Mund habe. Das sollte unbedingt auf dem Urlaubsprogramm ganz oben stehen. Essen in Thailand ist wichtig und wir zeigen Ihnen auch da so ein bisschen, wo man lecker schnabulieren gehen kann im Urlaub. Thais kaufen ganz traditionell auf dem Markt ein und auch unsere Steffi wollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Zwischen exotischen Düften und der geschäftigen Betriebsamkeit finden sie wirklich alles. Von Lebensmitteln und Kleidung über Haushaltswaren bis hin zu frisch zubereiteten Speisen. Ein Mittagessen kostet nur wenige Euro und ist ein Erlebnis für alle Sinne. Oh, das sieht gut aus. May I have one? So, ich bin ja jetzt hier auf dem einheimischen Markt und angeblich soll das thailändische Essen so richtig scharf sein. Ich liebe es, scharf zu essen. Jetzt probiere ich mal, ob das auch okay für mich ist. Oh Gott. Total scharf. Mir schießen nur die Tränen in die Augen. Oh. Thank you. Die thailändische Straßenküche ist bekannt als die berühmteste, frischeste, leckerste
und günstigste der ganzen Welt. Deshalb gibt es in den ganzen Hotels in Thailand auch immer nur Frühstücksverpflegung, wie auch hier in Bangkok, damit Sie die Möglichkeit haben, rauszugehen und diese leckere Straßenküche kennenzulernen. Guten Appetit! In Thailand ist man ja meistens mit einem leckeren Frühstücksbuffet verpflegt. Das hat den Vorteil für Sie, dass Sie mittags und abends die großartige thailändische Küche kennenlernen können. Wenn Sie jetzt aber sagen, finde ich mich denn zurecht, ich spreche doch gar nicht so gut Englisch, kann ich Ihnen nur das Tiffy and Florian hier gegenüber vom The Sands empfehlen. Da ist sogar die Speisekarte auf Deutsch. Darauf Prost mit einem thailändischen Bier. Doch auch für Selbstversorger haben wir noch einen Tipp. Das Schöne an Thailand ist, an jeder Ecke gibt es einen Supermarkt, der fast rund um die Uhr auf hat. Wie zum Beispiel hier der 7-Eleven. Da kann man Getränke kaufen oder Sonnenmilch oder eine Zahnbürste oder was immer man möchte. Und das werde ich jetzt tun. Und das Beste ist, wahnsinnig günstig ist es auch noch. Für ein Wasser, zwei Dosen Cola und zwei Flaschen Bier habe ich jetzt gerade mal 3 Euro bezahlt. Wow! Und das ist für unser Sparbrötchen Marc Rasch natürlich eine tolle Aussicht, ne? Dass man nur 3 Euro für so viele Getränke bezahlt, wo man hier für ein Bier schon über 4 Euro liegt. Das, liebe Zuschauer, sind die wunderbaren Shopping-Möglichkeiten beziehungsweise auch Essensmöglichkeiten im 7-Eleven. Auch da hat es dann was mit Shoppen zu tun, was Sie in Thailand machen sollten. Aber nochmal, um kurz das Essen aufzugreifen. Es gibt da so unterschiedlich viele Arten und Möglichkeiten. Und selbst wenn die Speisekarte mal nicht auf Deutsch ist, gar kein Problem. Man kann mit Händen und Füßen mit den Thais reden, ja, weil die natürlich genau wissen, dass man noch nicht genau weiß, was ist ein Pad Krapao Gai und was ist Pad Krapao Tong und all sowas. Aber nach einer gewissen Zeit kennt man das, ja, weiß, dass Gai für Hühnchen steht, dass man einfach sich so ganz schnell da durchwurschteln kann durch die Karten, auch wenn sie eben nicht auf Deutsch sind. Und ab und zu gibt es sogar Restaurants mit Bildern. Dann kann man immer noch zeigen, auch wenn es nicht auf Deutsch da steht. Das Shoppen, wie gesagt, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich sage immer, man reist eigentlich mit einem leeren Koffer hin, weil dort braucht man auch nicht viel. Das ist keine Destination, wo man die hohen Hacken mitnimmt als Frau, wo man die kleinen schwarzen Kleidchen mitnimmt. Da geht's eher barfuß oder mit Flipflops, ganz leger. Die Thais sind eine total entspannte Nation, auch was Kleidung angeht. Und deswegen kaufe ich mir dort am liebsten meine Sachen, ja, Wickelhosen. Ich habe meinen netten Kollegen Alex in der Regie sitzen. Hast du eigentlich deine Wickelhose noch, die ich dir mal aus Thailand mitgebracht habe? Die in der nicht ganz so schönen Farbe, finde ich, aber doch in einem ganz besonderen Schnitt. Muss ihn gleich mal interviewen, wenn ich ihn gleich sehe. Das sind die Sachen, die man sich in Thailand holt und kauft. Und da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten, wo man das tut. Man kann natürlich, wie wir es gerade schon gesehen haben, in Chinatown hervorragend shoppen gehen. Wem das zu wuselig ist, der kann in Bangkok ganz modern unterwegs sein. An der Sukhumvit, das ist so die Haupteinkaufsstraße in Bangkok, da gibt es The Emporio beispielsweise, eine der größten Shopping-Malls in ganz Thailand, auch über diese Skytrain zu erreichen. Nur Markengeschäfte, eins neben dem anderen, hochklimatisierte Atmosphäre, absolut modern. Wenn man sagt, Chinatown ist mir jetzt zu wuselig und wenn es das nur in Bangkok gibt, dann reise ich da gar nicht hin. Nein, es gibt unterschiedliche Varianten von wirklich ganz einfach bis topmodern und ganz traditionell. Und das sind natürlich die Märkte, auf denen Sie shoppen gehen sollten. Die Steffi, die war da, die zeigt's Ihnen. Naturschauspiele, Statuen, Tempel und wunderschöne Strände. Möglichkeiten, sich in Thailand die Zeit zu vertreiben, gibt es viele. Aber eine ist Steffis Lieblingsbeschäftigung, Shoppen. Und dafür gibt es in Thailand auch einen Anlass, oder besser gesagt, mehrere.
Also eigentlich brauche ich keinen Grund, um shoppen zu gehen. Aber in Thailand habe ich gleich 7 davon. Denn hier gibt es für jeden Tag eine ganz bestimmte Farbe. Das kommt von Gott Shiva, der für jeden Tag einen Engel erschaffen hat. Und der wiederum steht für eine bestimmte Farbe. So zum Beispiel Donnerstag orange oder der Dienstag kommt mit pink. Dann, wo habe ich denn den Sonntag? Hier, Sonntag mit rot. Und ich selbst, ich bin der Samstagsengel mit violett. Da stehen die Thais total drauf, ja, dass sie alle gleiche Farben tragen. Zum Beispiel, weil ich in Thailand als König Bhumibol noch gelebt hat und an dem Geburtstag von diesem König, da hat das Ganze, alle Thais haben gelb getragen. Und das war echt irre, wenn man da so ein bisschen unterwegs war, ein paar Ausflüge unternommen hat, egal in welchem Dorf, in welcher großen Stadt man ankam. Am Anfang habe ich gar nicht kapiert, warum die denn alle gelb tragen, musste ich mich auch erst informieren. Das war dann anlässlich des Geburtstags von König Bhumibol und dieses Gelb. Gelb durfte man auch wirklich nur am Geburtstag selber tragen. Inzwischen ist er gestorben und ich glaube, sein Nachfolger, der ja hier aus dem bayerischen Raum kommt, ne, der ja auch ein Häuschen in Tutzing hat, der legt da nicht so großen Wert drauf, dass man farblich passend gekleidet ist. Ein Tipp habe ich noch für Sie und das sind Train Markets. Absolut abgefahrene Kulisse. Man muss sich vorstellen, dass vor über 100 Jahren diese Märkte schon stattgefunden haben in Thailand. Und plötzlich kommt da so die thailändische Eisenbahngesellschaft daher und sagt, hier genau durch diesen Markt will ich jetzt Gleise ziehen. So, da haben natürlich die Leute von den Märkten gesagt, hey, stopp, wo sollen wir denn hin? Wir brauchen ja einen großen Platz, ein großes Areal. Wir können nicht einfach verschwinden. Also hat man sich darauf geeinigt, Achtung, wir teilen uns die Gleise. Ha, wie soll denn das funktionieren? Es gibt echt Train Markets. Auf der einen Seite Markt, auf der anderen Seite dann die Gleise. Und zwischendrin müssen eben mal kurz alle Leute verschwinden, weil der Zug kommt. Aber das ist in Thailand völlig normal. Schauen Sie sich an, wie es funktioniert. Ein Muss auf jeder Thailand-Rundreise ist der Besuch des sogenannten Train Markets. Hierbei handelt es sich tatsächlich um eine aktive Bahnstrecke, auf der 8-mal am Tag Personen- und Güterzüge verkehren. Und das mitten durch das geschäftige Treiben des Marktes. Ist das nicht abgefahren, müssen Sie sich hier mal vorstellen. Da würde in München über den Viktualienmarkt mal eben dazukommen und da muss man eben kurz der Fischwitte den ganzen Stand abbauen. Das machen die Thais. In Windeseile, Sekundenschnelle ist der komplette Stand mit frischen Früchten, die auch mal runterkullern könnten oder sowas. Ja, mit zig helfenden Händen abgebaut, zur Seite gestellt, der Zug fährt vorbei und genauso in Windeseile steht das ganze Ding wieder da, als wäre nichts passiert. Das ist typisch in Thailand, das muss man doch mal gesehen haben. Und Sie haben es ja auch gesehen am Ende vom Film, viele stehen da mit dem Handy und machen Selfies, weil es eine unbeschreibliche Atmosphäre ist. Und genauso unbeschreiblich und ganz, ganz typisch sind die schwimmenden Märkte in Thailand, die Floating Markets. Tatsächlich spielt Wasser ja eine ganz, ganz große Rolle und Platz dagegen ist nicht allzu viel da, ja, was Märkte angeht. Also hat man sich gesagt, hey, ganz landestypisch sind diese langen Holzboote, die Longtail Boats, mit denen auch Touristen teilweise rausgefahren werden auf Inseln, um dort Tagesausflüge zu unternehmen. Und diese Holzboote gehören natürlich den Einheimischen und die hat man gesagt, die nutzen wir doch, wenn wir schon so viel Wasser haben und machen auf unseren Booten den Markt. Mein Lieblingsmarkt, der ist so etwa 70 Kilometer von Bangkok weg, das ist Saduak. Saduak ist inzwischen auch schon sehr touristisch geworden, hat sich rumgesprochen. Ist aber super erreichbar und dort hat man wirklich noch diese Wahnsinnskulisse, dass nicht nur am Ufer die Boote hintereinander liegen, sondern dass die Boote die Tiefe in der Breite quasi hintereinander liegen. Das heißt, um jetzt ganz da hinten bei dem Kerl meinen Fisch zu kaufen, muss ich erst übers erste Boot laufen, wo es nur Bananen gibt, übers zweite Boot, wo es selbstgebackenes Brot gibt, übers dritte Boot, wo es die Milch gibt und dann bin ich erst auf dem Boot, wo es meinen Fisch gibt. Und so ist das auch da wieder ein Wahnsinnsgewusel, nur auf dem Wasser. Auch das dürfen Sie sich angucken. Total irre. Wenn die Grenze zwischen Tradition und Moderne verschwimmt, wenn sich schillernd bunte Farben mit geschäftigem Treiben vermischen, wenn Einheimische und Besucher voneinander profitieren, dann heißt es Willkommen auf dem schwimmenden Markt.
Eindrücke, die sie nicht mehr loslassen. Momente, die ihnen in Erinnerung bleiben werden. Erstehen sie Andenken und Souvenirs für die Ewigkeit, die sie auch nach ihrem Urlaub noch in die beeindruckende Zeit in Thailand zurückversetzen werden. Ist das nicht verrückt, liebe Zuschauer? Für alle neu dazugekommenen Zuschauer an dieser Stelle mal eine kurze Erklärung. Sie schalten ein und Sie finden nicht so das klassische Sonnenklar-TV-Format, wie Sie es sonst gewohnt sind, vor. Wir haben gesagt, in Zeiten wie diesen möchten wir einfach nur schwärmen. Wir möchten Lust auf die Welt machen, denn irgendwann hat man wieder Lust zum Reisen. Und dann ist vielleicht Thailand das richtige Reiseziel. Deswegen widmen wir uns heute Morgen mal ganz ausführlich und ein bisschen intensiver diesem Reiseland mit unterschiedlichen Gesichtern, Bilder, Facetten, um Sie einfach nur ein bisschen zum Träumen zu bringen. Das ist heute unser Anspruch hier bei Sonnenklar TV. Ich gehe mal, liebe Zuschauer, auf unsere Internetseite, die natürlich auch allzeit bereitsteht, sonnenklar.tv/Thailand. Und da haben wir für Sie natürlich auch diese wahnsinnig schönen Infos zusammengestellt, ja, was das Reiseland Thailand angeht. Und vor allem haben wir da natürlich auch wunderbare Möglichkeiten, um langfristig vielleicht doch mal über eine Urlaubsreise wieder nach Thailand nachzudenken. Ja, die allgemeinen Infos, die wir anfangs ja auch schon mal angerissen hatten hier mit unseren Infos, wie viele Menschen in Thailand leben, ja, wie groß es ist, nämlich nur so groß wie Spanien etc. All diese Infos werden Sie dort auch noch mal, wenn Sie möchten, in Ruhe nachlesen können. Insider-Tipps haben wir auch von unseren Moderatoren hier noch mal zusammengestellt. Die Steffi war ja auch diverse Male dort. Marc Rasch kommt gerade von da. Eigentlich hätten wir ihn gerne in der Sendung heute früh, aber der Kerl muss sich erst mal ausschlafen und vor allem seine Knochen wieder dehnen und strecken, ja, wenn man so lange im Flugzeug saß. Das sind die Temperaturen. Also all das können Sie auf unserer Internetseite ganz in Ruhe nachlesen. Und natürlich haben wir da auch eine ganze Menge an Ausflugstipps für Sie zusammengestellt. Denn wenn man nach Thailand reist, finde ich, vor allem wenn es die erste Reise ist, die man dorthin unternimmt, dann sollte man nicht nur ein Hotel buchen, eine Ecke des Landes kennenlernen. Also ich persönlich finde es zu schade. Man sollte eigentlich eine Rundreise erstmal unternehmen, ein bisschen was kennenlernen, um sich dann am Ende nochmal richtig schön in einem der Hotels, sehr vielen Hotels im Land, verwöhnen zu lassen. Oder zumindest von dem Hotel aus Ausflüge direkt zubuchen und so Tagestrips unternehmen. Auch das ist möglich. Da gibt es zum Beispiel eine sehr interessante Ecke von Bangkok, 70 Kilometer nördlich, Ayutthaya. Da schauen wir schnell mal zusammen rein und dann plaudern wir noch ein bisschen drüber. Ayutthaya, einstige Hauptstadt des siamesischen Königreichs. Heimat faszinierender Ruinen und Tempelanlagen. In ihrer Blütezeit Weltstadt mit drei Königspalästen, 375 Gebetsstätten und 94 Stadttoren. Der Schönheit des berühmten kambodschanischen Tempels Angkor Wat nachempfunden, wurde Ayutthaya in einem siamesisch-birmanischen Krieg zerstört. Heute ist die Altstadt mit ihren Ruinen geschützt und gehört zum UNESCO-Welterbe. Ja, liebe Zuschauer, das sind wahnsinnig schöne Bilder, gell, vom Landesinneren in Thailand. Ayutthaya ist ein ganz, ganz, ganz beliebtes Ziel für Rundreisen oder während Rundreisen. Und wenn, wie gesagt, jetzt in diesen Tagen der Sinn noch nicht ganz danach steht, dass man Urlaubsreisen bucht, das können wir alle total verstehen, haben wir trotzdem einen Tipp für Sie, ein bisschen langfristiger geplant, mit einem wunderschönen Angebot, das wir aktuell im Programm haben. Und zwar geht's da auf eine ganz private Rundreise nach Thailand. Die Rundreise haben wir mal eingeblendet. Zu dem Wort privat ganz schnell ein Sätzchen, finde ich nämlich irre schön. Es ist wirklich eine Reise, bei der man zu zweit mit einem Reiseleiter das hier alles erleben wird. Man landet in Bangkok, hat eine Umsteigeverbindung, ist dann erstmal in der quirligen Metropole Bangkok, die man sich mit diesem Reiseleiter natürlich auch ein bisschen anschaut. Und dann geht es unter anderem rauf über Ayutthaya, was wir eben gerade gesehen haben, Richtung ganz nördlich Chiang Mai, das hatte ich vorhin mal kurz erwähnt. Chiang Mai, da sind die Reisplantagen Thailands zu Hause. Auch Sukhothai, die ehemalige Hauptstadt, wird angefahren. Und über Phit Sanulok geht es dann wieder zurück Richtung Bangkok. 6 Nächte sind sie da unterwegs. Wie gesagt, eine ganz besondere Rundreise mit zwei Gästen,
Eine Reiseleitung, eine Durchführungsgarantie, viel zu essen. Ja, bei Rundreisen ist ja normalerweise so, dass man nur ein Frühstück hat. In Thailand steht Essen eben ganz weit oben auf der Liste der wichtigen Dinge des Lebens. Und dementsprechend gibt es Mittagessen und Abendessen und Frühstück sowieso. Und das ist natürlich alles sehr, sehr üppig. Und dann gibt es am Ende noch mal in Hua Hin eine Badeverlängerung. Der sagt, ach Mensch, so gegen Ende des Jahres, die Reisezeit haben wir ja eingeblendet, September bis Dezember, da ist Reisen wieder nach Thailand drin. Dann können Sie gerne noch mal auf unsere Internetseite gucken, liebe Zuschauer. Da haben sie nämlich für Sie noch mal alles zusammengefasst. www.sonnenklar.tv, die Internetseite, die steht natürlich allseits bereit. Aber jetzt haben wir so den nördlichen Teil Thailands mal im Auge gehabt, was Ausflüge angeht. Jetzt wollen wir auch so ein bisschen Richtung Surathani, also Richtung südliches Thailand mal schauen. Was sind denn da für Möglichkeiten gegeben, um Ausflüge zu unternehmen? Und da gibt es unter anderem die Möglichkeit von Khao Lak, 70 Kilometer entfernt. Khao Lak ist einer der beliebtesten Badeorte, ein Blick Richtung Andamansee, den man buchen kann oder bereisen kann. Und von dort geht es in einen der wirklich sehenswertesten Nationalparks. Denn wer nämlich glaubt, dass es in Thailand nur tolle Tempelanlagen gibt und moderne Shoppinggebäude und vielleicht ein paar Reisplantagen, der irrt sich. Da kann man, wenn man ganz viel Glück hat, sogar tatsächlich Leoparden und Tiger treffen. Man kann die unterschiedlichsten Vogelarten sehen, wie den Nashornvogel. Ich selber kam leider noch nie in den Genuss, obwohl ich da schon oft war, im Nationalpark im Süden Thailands. Schauen Sie sich den mal an. Der Khao Sok Nationalpark im Süden Thailands. Noch gilt er als echter Geheimtipp. Malerisch erstreckt sich der Chao Lan Stausee im dichten Urwald, der den Großteil des Naturschutzgebietes ausmacht. Auf einer Wanderung, begleitet von einem erfahrenen Ranger, tauchen sie ein in die atmosphärische, ganz eigene Welt des Dschungels. Auf dem Rückweg legen sie einen Stopp bei der Prakai Patch Höhle, auch Diamond Cave genannt, ein. Steigen sie hinab in die Tiefe, wo zwischen beeindruckenden Stalagmiten und Stalaktiten eine riesige Fledermauskolonie zu Hause ist. Khao Sok Nationalpark. Einer der letzten Geheimtipps in Thailands Süden. Wahnsinnig schön, oder? Auch das einer der Ausflüge, der zumindest im Hinterkopf mal festgehalten werden sollte, wenn Sie im Süden Thailands sind, bei Surathani oder in der Nähe von Khao Lak. Dann sollten Sie diesen Abstecher unbedingt unternehmen. Eine wahnsinnig schöne Landschaft. Bevor es jetzt Richtung Traumstrände geht in dem wunderschönen Thailand, unterbrechen wir an dieser Stelle kurz mit der Werbung. Und wir versuchen sogar, den Marc Rasch ans Telefon zu bekommen, der aktuell in dem Moment aus Thailand nach Hause gekommen ist, von seinem Urlaub. Wir versuchen alles. Bis gleich. Tolle Angebote für Sie, die man auch im Reisebüro buchen kann. Mit allem drum und dran, auch unser Angebot. Ah, Gäste von Sonnenklar TV, bitteschön, nehmen Sie Platz. Und hier geht Ihre Reise hin. Wir setzen alles in Bewegung, um die besten Urlaubstipps für Sie zu finden. Ihr sonnenklar.tv Reisebüro. Persönlich, inspirierend, begeisternd. Auch in Ihrer Nähe. Und das waren wieder die besten Reiseangebote bei Sonnenklar TV. Schönen Urlaub wünsche ich Ihnen. Und wir hören uns.
Und zwar bei Radio Schlagerparadies. Wenn Marc Rasch, Jan Kunert und Dirk Löbling jeden Samstag traumhafte Urlaubsziele, spannende Gäste und gute Musik präsentieren. Denn Sonnenklar TV. Goes Radio. Ab 29. Februar jeden Samstag 13 bis 15 Uhr. Das neue Sonnenklar TV Reisemagazin auf Radio Schlagerparadies. Punkte dich glücklich. Sonnenklar TV ist Partner von Deutschlandcard. Auf alle Reisen von Sonnenklar gibt es bis zu 1000 Deutschlandcard-Punkte. Die Sonnenklar TV Deutschlandcard erhalten Sie unter www.deutschlandcard.de. Jetzt glücklich punkten. Über 10.000 Mal in Deutschland und bei Sonnenklar TV. Urlaub in den Sonnenhotels ist, wenn Sonne in dein Herz kommt. Erleben Sie Ihren individuellen Urlaub in einem der 12 Sonnenhotels inmitten der schönsten Landschaften von Deutschland und Österreich. Damit Sie mit der Sonne um die Wette strahlen, zahlen Sie bei uns nur die Hälfte für die wertvollste Zeit des Jahres. Buchen Sie Ihren individuellen Gutschein zu 50% des Normalpreises. Für unbeschwerte Tage und unvergessliche Erlebnisse. Unter www.sonnenklar.tv/sonnenhotels. Wir sind heute in unserer Sondersendung zum Thema Thailand, denn wir möchten die aktuelle Situation nutzen, um einfach nur ein bisschen Lust und Fernweh zu kitzeln bei Ihnen zu Hause. Hier geht es jetzt gar nicht darum, konkrete Reisen anzubieten, die wir natürlich auch im Portfolio nach wie vor haben. Die können Sie gerne auf unserer Internetseite www.sonnenklar.tv gerne in Ruhe anschauen. Sie könnten aber auch auf unserer Internetseite www.sonnenklar.tv/Thailand mal nachschauen, um allgemeine Infos zu diesem Reiseland zu bekommen. Und heute hier bei Sonnenklar TV widmen wir uns mal ganz ausführlich dieser wunderschönen Ecke in dieser wunderschönen Welt. Mein persönliches Lieblingsfernreiseziel, nicht nur meines, von vielen, vielen anderen, auch hier im Haus ist es das Lieblingsreiseland, weil es unglaublich viel zu bieten hat. Wir waren jetzt mit Ihnen schon unterwegs, was Fortbewegungsmöglichkeiten in Bangkok angeht, generell was diese Glitzermetropole Bangkok alles zu bieten hat, was natürlich auch Tempelanlagen sind. Circa 400 findet man in dieser Stadt. Wir haben sie auf Märkte entführt, nach Chinatown, da hatten wir eben auch schon einen ganz tollen Ausflug mit ihm. Dann haben wir natürlich ganz klar wunderbare Ausflugsmöglichkeiten für alle Gäste in Thailand, die ein tolles Hotel gebucht haben, die trotzdem ein bisschen was darüber hinaus sehen möchten. Aktuell bieten wir eine sehr private Thailand-Rundreise im Norden des Landes an. Auch da können Sie sich Infos auf unserer Internetseite gerne in Ruhe anschauen. Das Besondere ist hier, dass wir da den Norden mit dabei haben mit einer Rundreise, dann Hua Hin als Badedestination und es ist eine private Rundreise, sprich nur zwei Reisende, eine Reiseleitung. Und damit haben wir was ganz Besonderes hier im Angebot für die Reisemonate September bis Dezember. Aber der aktuelle Monat ist auch ein sehr schöner Monat, um nach Thailand zu reisen. Auf alle Fälle hoffe ich, dass er das jetzt bestätigen wird. Wir haben es tatsächlich geschafft, unseren Langen, den Marc Rasch, den Sie eben ja gerade schon in vielen Bildern in Thailand gesehen haben. Ja, das Schönste war dieses Honigkuchenpferd grinsen, als er sein Tütchen in der Hand hielt, ne, also aus dem 7-Eleven rauskam und gesagt hat, zwei Flaschen Wasser, zwei Cola, zwei Bierchen, 3 €. Es ist ein kleines Sparbrötchen und deswegen liebt er Thailand so. Und ich will von ihm jetzt mal hören, erstens, wie er sich fühlt nach dem Langstreckenflug. Er ist echt gerade erst aus der Maschine gestiegen und ob es sich lohnt, jetzt so gerade zur aktuellen Zeit, was Wetter angeht, nach Thailand zu reisen, ob das ein perfekter Reisemonat ist. Herzlich willkommen, mein lieber Marc Rasch. Hallo Mary, ich muss so lachen über das Sparpferdchen oder was du da auch immer gesagt hast. Jetzt wissen es alle. Deshalb bist du so gern in Thailand, Marc. Natürlich. Und du, ich habe mir tatsächlich 2 Flaschen Zinger habe ich mir mitgebracht. Ja, habe ich mir nicht nehmen lassen. Zwei Flaschen.
Du bist ja süß. Ja, wegen dem Übergepäck. Weißt du, ist natürlich nicht so günstig. Muss man immer gucken, dass man da nicht über seine, was weiß ich nicht, wie viel man mitnehmen darf, Kilos kommt. Weil ich habe natürlich so, wie du das auch immer machst, ordentlich geshoppt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, 2 Flaschen Zinger, die passen noch rein in den Koffer. Du klingst irgendwie total ausgeschlafen, aber du bist doch tatsächlich jetzt gerade erst aus dem Flieger gestiegen, oder? Ganz genau. Ich bin heute Morgen mit der Thai Airways gelandet und das ist ja die Maschine, die startet Bangkok-Zeit um 0.50 Uhr. Also geht da mitten in der Nacht los und kommt dann durch die Zeitverschiebung 7 Stunden oder 6 Stunden später hier an. Der Flug dauert ungefähr 11 Stunden. War ganz angenehm. Die Maschine war ausgebucht natürlich. Mhm. Viele reisen gerade auch wieder nach Hause. Und aber ich habe es genossen. Wir hatten keine Sekunde Regen. Ne? Das ist natürlich jetzt gerade auch diese Reisezeit, Januar, Februar, März, auch noch bis in den April hinein, was natürlich die absolute Hauptsaison ist, gerade auch für Südostasien. Also das Wetter war einfach fantastisch. Südostasien, gutes Stichwort, denn ich wollte natürlich jetzt nochmal genau wissen, wo warst du jetzt in Thailand? Generell ist Thailand in Südostasien, das ist richtig, aber es gibt so viele verschiedene Ecken. Wir haben gerade eben schon Ausflüge in den Norden unternommen mit unseren Zuschauern. Wir haben gerade so eine richtig tolle Sendung, wo wir einfach mal so ganz lange über Thailand plaudern und so gar kein Stress richtig ist, ganz ungewohnt. Wo warst denn du jetzt unterwegs? Also ich war wirklich einige Tage in Bangkok, sonst mache ich ja immer nur so 2-3 Tage Bangkok. Diesmal habe ich ein bisschen länger Bangkok gemacht. Dann bin ich in den Norden, Chiang Mai, war Sukhothai und bin auch sogar ein bisschen aus Thailand raus, bin rüber nach Laos und war zum Beispiel in Luang Prabang. Ja, wow. Was jetzt zwar nicht Thema deiner Sendung ist, sondern wir reden über Thailand, aber grenzt natürlich direkt an Thailand, Laos und vor allen Dingen, da war ich noch nie und da wollte ich unbedingt mal hin. Und dann war ich natürlich noch auf meiner Lieblingsinsel in Thailand und das ist Koh Phangan. Das heißt, du bist erstmal nach Koh Samui gereist und dann bist du mit dem Speedboot rübergefahren, ne, nach Koh Phangan. Ganz genau. Also Koh Phangan ist ja so die kleinere Schwester von Koh Samui. Koh Samui ist ja vor allen Dingen auch bei den eher Pauschalurlaubern bekannt und weil es eben den Flughafen hat und die Nachbarinsel Koh Phangan hat selber keinen Flughafen. Von daher ist es nicht ganz so geschäftig, weil viele einfach sagen, nö, den Bootstransfer, den tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Aber ich finde das ganz reizvoll. Ich selber bin ja auch ein riesen Thailand-Fan und bin auch ein ganz großer Koh Phangan-Fan, kenne da auch alle Ecken. Aber tatsächlich, seit ich mit Familie reise, also seit meine Tochter mit dabei ist, da bin ich eher so auf Koh Samui immer hängen geblieben. Da fand ich dann die Infrastruktur mit Kind immer ein bisschen toller, obwohl ich keine Pauschalreisen dann unternommen habe, sondern auch echt individuell unterwegs war. Du, sag mal, wie lange warst du dann auf Koh Phangan am Ende? Ich war auf Koh Phangan, ich muss mal überlegen. Ich habe völlig das Zeitgefühl verloren, Mary. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich musste immer mal wieder zwischendurch fragen, was für ein Tag haben wir denn gerade? Du, heute ist Donnerstag, der 19. März. Ja? Ja. Du bist bei Sonnenklar TV Moderator, jetzt gerade leider nur zugeschaltet, weil du ein Jetlag hast. Ja, also es war schon einige Zeit, die ich jetzt auch auf Koh Phangan war. Also jetzt nicht nur 1, 2, 3 Tage, sondern schon länger, aber ich muss wirklich nachdenken. Du hast uns ein Foto mitgebracht, Marc. Von wo ist denn das? Das Foto habe ich mitgebracht. Blendet ihr das jetzt gerade ein? Das noch jetzt haben wir es. Jetzt zeigt mal. Ich habe nämlich den Fernseher natürlich an, damit ich es mir selber angucken kann, was ihr denn da einblendet. Ach genau, das ist vor dem Königspalast. Was natürlich, wenn man in Bangkok ist, ein Muss. Also ein Pflichttermin. Ja? Du hast es auch schon erwähnt, es gibt so viele Tempel und so viele Sehenswürdigkeiten natürlich in Bangkok. Bangkok ist ja auch die Stadt der Kontraste. Mhm. Ja, man sagt ja immer von New York, es ist die Stadt, die niemals schläft. Ich finde, das gilt 100-mal mehr für Bangkok als für New York. Und das ist natürlich der Königspalast, den man da im Hintergrund sieht, ist natürlich eher ein Ort der Ruhe. Ja, das ist, geht ganz gemächlich dort zu. Man muss sich vernünftig kleiden. Vernünftig kleiden heißt in dem Fall lange Hosen. Ja, die können ruhig schlabberig sein, aber mit kurzen Hosen und Flipflops, so wie man sonst in Thailand rumrennt, darf man aus Respekt einfach auch nicht in den Königspalast reingehen. Aber das sollte man unbedingt machen. Und wie kommt man am besten zum Königspalast hin? Da ist mein Tipp, immer mit diesen Booten auf dem Chao Phraya dorthin zu fahren. Also man kann natürlich sich da irgendwie mit dem Taxi hinfahren lassen, aber ich liebe diese Linienboote, die dort fahren.
Und dann kann man den ganzen Fluss entlang fahren, praktisch die ganze Stadt hindurch. Kann man, ja, so wie man bei uns in die S-Bahn oder in den Bus steigt, kann man da mit den Booten fahren. Und dann kommt man in diese wahnsinnig schöne Kulisse, um so hautnah Kultur und auch Religion, ne, so aufsaugen zu können in Thailand. Und das auf so eine entspannte Art und Weise. Du hast gerade die Hosen für die Herren angesprochen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, da war ich echt noch ziemlich naiv, eine meiner ersten Thailand-Reisen. Und ich kam da echt im Spaghetti-Träger-Top an. Es war halt warm, durfte ich nicht mit rein in die Tempelanlage. Also sollte man sich dann zumindest ein Tuch überlegen. Völlig klar, es geht um Respekt. Da war ich halt auch noch jünger und war noch ein bisschen sorgloser. So viel funktioniert dein Hirn schon, da bin ich jetzt aber begeistert. Du, Marc, ganz kurz, du hast erzählt, du gehst auch so gerne shoppen da. Zwei Singers sind schon mal ein tolles Mitbringsel. Wo warst du noch einkaufen? Du, ich war auf den Märkten einkaufen. Ich mag so beides. Ich mag sowohl Shopping-Malls, da gibt es ja wirklich mittlerweile unzählige und sehr, sehr luxuriös. Also einmal gibt es die Billig-Malls, nenne ich sie mal, das ist MBK, wo es alles gibt, auch auf zig Etagen. Und dann gibt es aber auch tatsächlich die luxuriösen. Also Siam zum Beispiel oder Terminal 21 oder wie sie dann alle heißen. Und ich mag sowohl das eine als auch das andere. Keine Ahnung, irgendwelche Armbänder, die man auf dem Markt kaufen kann, die dann 1 Euro kosten, wo man sich dann auch nicht ärgert, wenn sie nach einem Monat dann nicht mehr halten. Und dann aber wiederum auch ganz, ganz schöne Taschen oder sonstige Sachen, die man dann in den Malls findet. Die schöne Erinnerung, finde ich mal, bleibt immer, wenn man die einfachen Shoppingmöglichkeiten nutzt. Ne? Wenn man in so einer Mall ist, dann könnte man Worst Free New York erwähnt, man könnte irgendwo eigentlich überall auf der Welt sein. Und die Möglichkeit besteht, keine Frage. Aber wenn ich mich so an meine Urlaube zurückerinnere, dann sind die schönsten Erinnerungen echt auf diesen ganz einfachen Märkten, wo man sich dann, wie du es gerade gesagt hast, für 30 Cent ein Armband holt, auch wenn schon das 50. ist, das man zu Hause hat. Aber damit verbinde ich unglaublich viele Impressionen. Du, mein lieber, wann bist du denn wieder im Haus? Wann sehe ich dich face to face? Ja, ich wollte eigentlich heute doch irgendwann auch mal reinkommen, aber ich habe jetzt erstmal beschlossen, dass ich ein, zwei Waschmaschinen mache und dann komme ich irgendwann mal rein und je nachdem, wie lange du heute Sendung hast, sehen wir uns dann auf jeden Fall noch. Und übrigens, ach genau, mit Shopping, weißt du, was ich mir auch noch mitgebracht habe? Einerseits für mich selber, aber auch für meinen Papa. Und zwar Tigerbalm. Oh, ich weiß gar nicht, ob es den hier so in dieser Form gibt und wenn, dann wahrscheinlich ziemlich teuer. Aber ich habe sowohl den klassischen Tigerbalm ein, ja, das schmiert man sich ja so auf die Haut, so für Muskel und Aua und keine Ahnung. Das unter die Nase, wenn man Schnupfen hat, das genau, ist super. Unter die Nase. Das ist das bekannteste Mittel, auch wahnsinnig günstig dort. Und dann war ich in so einer uralten Apotheke. Also da gehst du so rein und da denkst du, mein Gott, das ist ja 200 Jahre alt hier alles. Und dann auch wirklich so ein Opa, der da alles zusammengemixt hat und der hat mir dann selber so ein Balsam zusammengemixt. Und das ist so ein Wunderzeug. Das habe ich mir schon zigmal jetzt draufgeschmiert in den letzten Tagen. Und ich bin richtig süchtig danach geworden. Ja. Also ganz, ganz toll, auch mal tatsächlich, wenn man einfach mal vorbeiläuft, keine Angst haben, auch mal in die Läden reingehen, wo man vielleicht nicht direkt was kaufen möchte, aber die einen so sehr verzaubern, weil sie wie aus einer anderen Zeit gefallen sind und was ganz, ganz Besonderes bieten. Du bist gerade aus dem Flugzeug gefallen, nicht aus einer anderen Zeit. Deswegen lassen wir dir jetzt ein bisschen deinen wohlverdienten Ausruhschlaf. Toll, dass du kurz Zeit hattest, wenigstens am Telefon ein bisschen zu schnacken über unser Lieblingsreiseland. Ne? Ich wünsche dir ein gutes Ankommen in Deutschland. Dankeschön. Und freue mich, dich hier bald wieder zu sehen. Ich freue mich auch. Tschüss, Mary. Tschüss. Der Marc Rasch, der hat's gut, kommt gerade aus Thailand zurück, liebe Zuschauer, und hat genau das eigentlich gemacht, was perfekt ist, um Thailand kennenzulernen, nämlich Rundreise, sich ein bisschen was angeschaut. Laos grenzt ja direkt im Nordwesten an Thailand. Den Abstecher hat er auch noch unternommen. Und dann ein bisschen baden und entspannen. Er macht es am liebsten auf Koh Phangan. Ich zeige Ihnen gleich noch Bilder von meiner Lieblingsinsel, nämlich Koh Samui. Und wir zeigen generell mal, was Strände in Thailand so zu bieten haben. Thailands Westküste
Lust auf ein bisschen Abwechslung? Mit ungefähr 60 km/h geht es per Speedboat an die schönsten Strände Thailands. Das gehört wirklich zu jedem Thailand-Urlaub dazu. Eine Phi Island-Tour. Kostet ungefähr 75 Euro und das ist sehr gut investiertes Geld. 7.30 Uhr. Um diese Uhrzeit werden Sie abgeholt an Ihrem Hotel. Mittagessen ist inklusive und auf Boot gibt es auch noch Getränke. Und Sie sehen eben solche traumhaften Strände wie diesen hier. Diese Kulisse wurde übrigens auch schon für Hollywood-Filme wie The Beach mit Leonardo DiCaprio genutzt. Aber das ist noch nicht alles, was Sie entdecken werden. Zwischendrin können Sie auch abtauchen. Eine Schnorchelausrüstung gibt's kostenlos dazu. Genießen Sie einen wundervollen Tag mit dem Speedboat zu den Phi Phi Islands. In Thailand wird ja wirklich alles von der Kokosnuss verwendet. Zum Beispiel die Kokosnussmilch. Die wird aus der braunen Kokosnuss gewonnen. Cremig, sahnig, und richtig gut. Zum Kochen zum Beispiel. Oder dann aus der grünen Kokosnuss das Kokosnusswasser. Ist sehr erfrischend, gerade wenn es so heiß ist, kühlt von innen und gibt Ihnen Energie wegen des Fruchtzuckers. Wenn Sie dann das Kokosnusswasser ausgetrunken haben, fangen Sie an zu löffeln. Das saftige Fruchtfleisch wartet auf Sie. Und wissen Sie, es geht noch weiter, nämlich mit dem Kokosnussöl. Zuerst tragen Sie Ihren Sonnenschutz auf, anschließend das Öl. Das schenkt Ihnen eine satte, tiefe Bräune, die vor allem lange anhält. Und das Öl riecht so lecker. Strand und Palme gehört zusammen und Strand plus Palme ist gleich Kokosnuss, völlig logisch. Deswegen hat die Steffi natürlich komplett recht, das muss man sich da auch entweder durch Massagen gönnen, dieses Kokosöl, oder auch das als Souvenir mit nach Hause nehmen. Das dahinter mir, liebe Zuschauer, das ist der Blick auf meine Trauminsel, Koh Samui. Muss echt sagen, die ist nämlich gar nicht nur so pauschalig, wie der ein oder andere sagt, sondern sie ist auch ganz verträumt und super, super schön, hat eine perfekte Infrastruktur. Und auf dieser Insel, da habe ich schon diverse Male Urlaub verbracht. Der Blick übrigens ist von Marks Lieblingsinsel, die er gerade genannt hat, nämlich Koh Phangan. So dicht liegen die zusammen und man kann sie in 20 bis 30 Minuten Speedboat-Fahrt auch erreichen. Nur manchen hat der Mark natürlich komplett recht, ist es einfach zu aufwendig. Ja, wenn ich dann schon auf Koh Samui gelandet bin, will ich da auch bleiben. Ich habe ein paar Fotos dabei. Soll ich die jetzt mal zeigen, Kinnes? Ich hoffe, dass ich hier mit meiner Technik alles hinkriege, weil ich bin ja gar nicht so ein Technikfreak. Aber ich gebe alles und schau mal, ob mein erstes Bild hier schon jetzt gleich zu sehen ist im Hintergrund. Jawohl, ja. So sehe ich im Urlaub aus, liebe Zuschauer. Völlig ungeschminkt, im Schlabberlook, ne, wie sich das auch in Thailand so gehört. Und was ich liebe, sind die Garküchen, die man am Strand oder in den einzelnen Sträßchen entdecken kann. Und das hier ist natürlich das absolute Highlight für mich, einfach mal in so einen gebratenen Maiskolben reinzubeißen. Das hier ist in der Tempelanlage auch auf Koh Samui, nämlich der Wat Phlai Lam Tempelanlage. Ich zeige Ihnen gleich nochmal eine Karte, damit Sie sich so ein bisschen orientieren können. Da habe ich dann gelernt, dass man tatsächlich die Schultern bedecken muss. Meine kleine Tochter ist mit dabei und wir stehen da ganz ehrfürchtig. Das ist das Inselinnere von Koh Samui. Super schöne kleine Seen, die man entdecken kann, aber auch Wasserfälle, zu denen es sich lohnt, mal hinzuwandern. Da sollten Sie echt auch ein paar Turnschuhe mit im Gepäck haben, denn da sind Flipflops nicht ganz so günstig. Das macht man auch oft an den bewölkteren Tagen. An dem Tag hat es sogar ein bisschen geregnet. Dann ist es schon ein bisschen anstrengend, da lang zu schlendern. Deswegen Turnschuhe auf alle Fälle mitnehmen. Das hier auch einer der Tempelanlagen in Wat Phlai Lam, auch das oben im Norden von Koh Samui. Für mich einer der magischsten Orte auf der Insel, wirklich mit so viel Energie und so viel positiven Vibes. Und direkt daneben Chong Mong, ja, ist der Strand, an dem ich da lag. Und egal, wie weit ich hätte die Kamera nach links und rechts geschwenkt, ich war da ganz alleine. Das sind die Farben, liebe Zuschauer. Ganz schnell switche ich hier noch weiter. Da sind wir nochmal im Wat Phlai Lam Tempel. Da ist auch meine Tochter mit dabei, die habe ich noch auf dem Arm. Hier nochmal die wunderschöne Ansicht.
Bin ich jetzt schon einmal? Nein, das hier muss ich Ihnen zeigen. Wir sind ja bei den Stränden. Das ist der Tongsai Bay oder Tongson Bay oben im Norden. Auch da, ich nehme Sie jetzt mal mit zur Karte, damit Sie wissen, wo dieser Strand ist. Da müssen Sie hin, diese querstehende Palme, die beliebteste Fotokulisse eigentlich von ganz Koh Samui. Und ich nehme Sie mit, um Ihnen hier mal zu zeigen, wo wir sind. Das hier ist die Insel Koh Samui. Ich persönlich bin ein Riesenfan vom Norden. Die Wasserfälle, die haben wir hier im Inselinneren. Ja, da ist eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, einfach ein bisschen so Regenwald und Dschungel kennenzulernen. Und hier oben im Norden, da ist auch diese Tempelanlage. Wenn wir dahin zoomen, da werden Sie gleich sehen, da haben wir einmal mal ein Fisherman's Village. Da war die Steffi gerade unterwegs, was ihre Kokosnüsse angeht. Hier oben ist der Big Buddha. Den habe ich jetzt in den Fotos noch gar nicht gezeigt. Das ist die absolut bekannteste 15 Meter hohe vergoldete Buddha-Statue auf Koh Samui. Und hier drüben, da ist der Wat Plai Lam-Tempel, den wir eben gerade oft in meinen Fotos gesehen haben, wo ich mit meiner Tochter täglich hingegangen bin, um einfach nur diese Energie zu genießen. Das ist eine Tempelanlage, in der Mönche leben. Man kann sich Gegenstände weihen lassen. Und ganz hier oben, Entschuldigung, jetzt müssen wir noch einmal aufziehen. Da kommt nämlich der Tongson Bay mit dieser querstehenden Palme. Den haben wir hier. Da ist der Tongson Bay. Da müssen Sie hin, liebe Zuschauer. Das ist einfach idyllisch. Das hat überhaupt gar nichts zu tun mit Sha Weng und Lamai. Mai. Das sind so die Hauptstrände, ne, von Koh Samui. Die wiederum sind ganz hier drüben, wenn man noch weiter die Küste jetzt rund viel, viel weiter runterfährt. Hier kommt Chong Mon. Das ist auch noch einer der Strände, wo meine Füße da im Bild waren, mit diesem türkisblauen Himmel und Wasser. Und wenn man noch weiter in den Süden geht, dann kommen die Haupttouristenstrände auf Koh Samui. Die sind natürlich wesentlich quirliger und voller. Viele lieben das natürlich auch dann dort. Und da kann man auch natürlich eine ganz andere Art von Urlaub verbringen. Aber trotzdem ist Koh Samui auch für die, die es ruhig suchen und jetzt nicht so in den Hotels unbedingt wohnen wollen, sondern eher in kleinen Hütten am Strand, auch perfekt aufgehoben. Und gleichzeitig gibt es die perfekte Infrastruktur und Hotellerie, die wir ja auch immer wieder anbieten, was Koh Samui angeht. Ach, ist ein Traum. Ich möchte gar nicht aufhören, davon zu schwärmen. Aber ich zeige Ihnen noch mal eine ganz andere Ecke. Jetzt waren wir ja gerade im Golf von Thailand. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite Richtung Krabi. Da vorgelagert sind die Trauminseln, die auch schon Filmkulisse waren für den ein oder anderen James-Bond-Film, nämlich Phi Phi Island. Auch hier sehen Sie hinter mir jetzt an der Karte, ne, wir sind komplett rübergesprungen auf die andere Seite. Hier sehen wir Phuket, die größte Insel Thailands. Hier ist Krabi und hier dazwischen, da in der Andamansee, da liegt Phi Phi Island und auch das ist eine traumhaft schöne Ecke. Wir zeigen Ihnen, wollen wir jetzt erstmal Phi Phi Island zeigen oder wollen wir erstmal Khao Lak machen? Schau mal, hier sind wir nämlich schon eigentlich auf Phi Phi Island. Wir zeigen Ihnen erstmal, wie schön es dort ist und dann nehme ich Sie nochmal mit nach Khao Lak. Mensch, Phi Phi Island hatten wir ja gerade eben schon gesehen, liebe Zuschauer. Deswegen waren das jetzt schon die Hotelbilder, die wir einfach mal so haben wirken lassen von dem sehr, sehr schönen, sehr, sehr neuen Le Méridien Khao Lak, das zur Marriott Hotel Kette mit dazugehört.
Wir haben es im Portfolio, wir haben es im Angebot da. Wir haben die Reisezeit hier oben eingeblendet, September bis Oktober. Für alle, die sagen, Mensch, nach so vielen schönen Impressionen von Thailand habe ich unbedingt Lust, dieses Land kennenzulernen. Dann hätten wir hier eine tolle zweiwöchige Reise für Sie mit Upgrade auf eine Halbpension, vielen Zusatzleistungen, ab einem sehr, sehr günstigen Preis. Schauen Sie da einfach mal auf unsere Internetseite www.sonnenklar.tv. Wie gesagt, für alle, die reiselustig werden durch diese wahnsinnig schönen Bilder von Thailand, vergessen Sie nicht, dass das Hotel in Khao Lak liegt. Khao Lak, wie gesagt, eine sehr ruhige, sehr noble Urlaubsecke. Und von dort wäre es möglich, diesen Abstecher zu machen in einen der schönsten Nationalpark Thailands, gerade schon gezeigt haben. Ganz viele Infos haben wir für Sie auf unserer Internetseite zu Thailand nochmal zusammengefasst. www.sonnenklar.tv/Thailand. Für alle, die nochmal mehr Zahlen und Fakten und Impressionen zu diesem Reiseland genießen möchten, unsere Internetseite steht Ihnen generell natürlich immer zur Verfügung. Vergessen Sie nicht, dass wir diese sehr, sehr schöne, sehr private Rundreise in den Norden Thailands auch für Ende des Jahres im Angebot haben. Und ansonsten genießen Sie einfach nach diesen Bildern das Fernweh, das ich hoffentlich entfachen konnte. Ich wünsche Ihnen alles Liebe und genießen Sie die Zeit. Und wer zwischendrin Abwechslung braucht, unbedingt auf unsere Internetseite schauen.